Hallo und willkommen zu einem neuen Let's View des Thomas Action Figure Digest 174 aus dem Jahre 2008. Der Thomas ist ein amerikanisches Toy-Magazin, was zur damaligen Zeit aktuelle neue Veröffentlichungen gezeigt hat, aber auch sich so ein bisschen mit Retro beschäftigt. So, den wollen wir einfach mal durchblättern. Vorne sehen wir Blackbeard, den Piraten. Ja, eine Werbung von G.I. Joe. Und ihr seht auch schon, dort geht es dann auch um Mask. So, die Inhaltsangabe ist jetzt nicht ganz so wichtig, deswegen schauen wir uns jetzt mal einfach an. Hier haben wir McFarlane Toys, wir haben Spawn und Figuren von Halo. Und hier seht ihr zum Beispiel, wer abonniert, kann zweimal ein Set gewinnen mit, ja, wie soll man sagen, den Actionfiguren von C3PO und R2-D2, wie sie von Ralph McQuarrie damals, ja, ersagt wurden. Es gab auch dazu Actionfiguren, richtig cool. Twilight-Figuren von Toner, auch sehr, sehr detailliert gemacht. Ein paar News und dann fangen wir schon an hier. Gentle Giant Limited-Figuren von Indiana Jones zu Büsten, auch von kultigen Figuren tot. Indie und Short Round. Und dann haben wir schon Figuren zum Iron Man Kinofilm. Und es geht weiter mit neuen oder weiteren Marvel Legends Figuren. So, wie geht's? Was haben wir dann? Und Transformers haben wir jetzt hier. Das sind so Universe Figuren, kleinere Figuren. Eben halt die, ja, kann man so sagen. Ja. Minifiguren, hier so ein bisschen nach das Micro, Minicon-Logo drauf, also jetzt nicht unbedingt die Transformer, die Standard, sondern eben die Minicons waren Figuren aus Transformers Armada aus der Serie und die sind jetzt, ja, das kleine Transformer-Figuren. In Deutschland habe ich sie nicht gesehen, aber auch nicht schlecht. Hier haben wir Cosmos, eine Version eines klassischen G1-Transformers, den habe ich. Ich glaube, der ist aber ein Set mit einer anderen Figur zusammen erschienen, wenn ich das richtig ersinne. So, Transformers Animated war die aktuelle TV-Serie gerade und hier seht ihr auch verschiedene Fahrzeuge und Figuren. Und dazu unten nochmal diese Robot Heroes. So ein bisschen, haben mir nicht so gefallen. Ich habe mir damals nur ein Set gekauft, wo ich aber sagen musste, selbst verpackt sind die Figuren sehr schnell angelaufen. Also das Plastik war nicht gut gewählt. Transformers Armada oder Animated fand ich eine sehr interessante Serie. Die Geschichten waren gut und auch die Figuren waren gut designs. Und hier seht ihr auch Sonderpacks. Das ist das Zeichen von Target. Das war eine Kette nur in Amerika. Das heißt, diese Sets konnte man nur in Amerika erwerben. Spiegelt ein bisschen. Aber es ist ein bisschen schade. Plus sind Figuren, die in einer anderen Kolorierung hier eben erschienen sind. Kann man so sagen. Sind aber auch einzeln rausgekommen und nicht so. Hier haben wir Prowl, das Motorrad in einer anderen Version. Und G.I. Joe darf auch nicht fehlen, auch sehr bekannt, auch immer neu aufgelegt. Hier so als, ja, Bubblehead oder wie auch immer man es machen möchte. Gefallen mir jetzt nicht wirklich. Auch hier ein Target, Toys R Us Exklusiv-Set mit Cobra-Truppen. DC Direct-Figuren auch sehr, sehr schön gemacht. Und hier haben wir, ja, aus Terminator 4, die Erlösung, glaube ich, hieß er bei uns. Auch hier Figuren von Wonder Woman, die Zeichnung. Sieht nach McFarlane Toys fast schon aus, so diese Monster. Und hier sind Sideshow Collectibles, sehr edle Statuen und Figuren. Obi-Wan, auch sehr gut gelungen. Cobra Trooper, Zombie und eben halt Blackbeard. Ja, auch hier eine Tomb Raider Legend Figur, sieht auch sehr, sehr gut aus. Und im Indie auch sehr, sehr gelungen. Ja, kann man gerade mal, ich versuche es ein bisschen hochzuhalten, damit man besser sehen kann. Mal kurz. Ja, auch hier andere Figuren einfach mit Scherenhänden. Ja, und Disney. Aus Kingdom Hearts Figuren. Auch sehr gut gelungen. Jack Sparrow, Katakalo.
Sora oder einer der Charakter, der Axel. Und dann haben wir jetzt hier einen Bereich, der sich beschäftigt mit Hot Wheels. Was haben wir da, was auffällig ist? Ihr seht, Hot Wheels ist ein riesen Sammelgebiet und es gibt jedes Jahr immer noch viel neue. Und ihr könnt sehen, was an spannenden Figuren oder Fahrzeugen rauskommt. Autos kann auch so abwechslungsreich sein. Richtig schöne Autos. Racer, schon Crazy Racer. Ich gucke jetzt nur, ob mir irgendwas speziell auffällt, aber ist schon Wahnsinn. Auch hier so mehr wie ein Raumschiff fast. Ja, was haben wir hier? Auch so ein paar Retro, glaube ich, wieder aufgelegte. Und dann so ein paar Trick Trackers. Auch so verschiedene Serien eben halt. Nicht schlecht gemacht. Und dann Sonderkataloge von Hot Wheels. Ja, und hier haben wir auch nochmal so Special Editions. Und dann seht ihr auch gleich, was besonders kommt. Mask. Haben wir Zeichnung von Boulder Hill. Mit Trackers Fahrzeug. Und hier sehen wir auch noch, dass die Masten kurz sind. Die sind später verlängert worden. Das sind sozusagen die erste Welle oder erste Wave, die mir auch in Amerika rauskam. Auch hier die wunderbaren Artworks. Ich brauche gar nicht so viel dazu sagen. Wunderbare Fahrzeuge. Hier sehen wir noch einen Unterschied. Hier oben so ein bisschen wie die Transformers-Verpackung, die Box und hatte so eine Lasche oben drauf mit dem Motiv. So sind die bei uns nicht erschienen in Deutschland, sind aber in einigen Ländern so produziert worden. Und ich versuche mal zu sehen, hier Rhino unten, noch eine geniale Zeichnung. T-Bob und Scott. Set habe ich auch mal gehabt. Das Einzige, was ich vielleicht mir noch mal kaufen werde. Ein paar Figuren habe ich noch. Auch den habe ich mal gehabt als Original. Auch den habe ich, den hier besaß ich mal. Viele habe ich abgegeben. Bin dabei, dass ich mir vielleicht immer ein paar wieder neu hole, aber ich werde jetzt mehr es nicht ganz so wieder sammeln wie früher. Hier wunderbare Fahrzeuge. Richtig cool. Hurricane, Firefly habe ich auch gehabt. Der Unterschied übrigens, hier sehen wir eine Bombe, die ist rausretuschiert im Europäischen. Im Europäischen sind solche Extras teilweise weggefallen. Gleiches galt auch für Matt Trackers Thunderhawk. Der hat auch Bomben gehabt, die gab es auch in Deutschland nicht. Hier die Adventure Packs, auch sehr, sehr genial. So mit Zubehör und ein bisschen anderes Design der Figuren. Vielleicht auch eine andere Maske. Raven gefiel mir sehr gut, ist auch einer wenigen Figuren, Fahrzeugen, die ich behalten habe. Komplett bis zum, ja, bis heute. Ich besitze einige, aber nicht mehr ganz so viel wie früher. Den habe ich auch mal gehabt. So ein Command Center mit so einem Jet, fand ich auch nicht schlecht. Und hier sehen wir auch noch so ein paar Split Seconds. So haben sie so einen Klon gehabt. Eine geniale Idee, kam aber nicht mehr im Cartoon vor. Also Wahnsinn. Richtig cool. Dann kommen Kotobuya Figuren und Mangas oder auch Marvel Figuren, so ein bisschen im Manga-Style entworfen. Supergirl, Batman. Ja, hier die von Mattel, von den Animated Series, die ja, aus dem Superman-Batman-Universum. Hier haben wir das DC-Universum allgemein, ein bisschen mehr nach Comic. Seite überblättert, Seiten sogar. Eishockey-Figuren von ja, echten Spielern, damals von McFarlane Toys. Da ich mit Eishockey mich nicht auskenne, kann ich nichts zu sagen. Hier haben wir Halo-Figuren, ein bisschen Spartaner, auch so ein bisschen, also ein paar Kampf-Action-Szenen vielleicht bauen kann. Auch so ein bisschen eine kleine Armada, nicht schlecht. Eine Nachbestellseite des Magazins. Na, noch eine Seite dazwischen. Nein. Und dann haben wir Star Wars Figuren, auch richtig cool. Hier die Figuren, ein bisschen mit Stoff, das ist halt so ein bisschen andere Figuren. Mit Comic Packs. Ja, das ist zwischen dann. Fahrzeuge, so kleine Hinstellfahrzeuge von den Diecast, von der Titanium Serie. Es gab auch Transformers Figuren davon. Sind ein bisschen robuster, ein bisschen metallischer angehaucht. Richtig cool, aber eben halt auch von der Clone Wars Serie. Die Twilight kam ja in der Clone Wars Serie vor. Richtig cool. Ja, und dann haben wir Kostüme, echte Kostüme zu sehen, die auf der Comic-Con wo gezeigt wurden. Eine Star Wars Werbung. Und hier haben wir eine Iron Man Werbung.
Ja. Das war's doch schon. Das war der Let's View des Thomas 174 aus dem Jahre 2008. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines Like, darüber freue ich mich. Aber besonders über Kommentare. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und ja, was gefällt euch davon? Ansonsten, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.